Lancasters historische Reisen präsentiert. Ein Geschichten- und Geschichtskanal. Redaktion und Regie Stefan. Heute, wie aus der slawischen Grenzstadt Zeitz die barocke Residenzstadt wurde. So, hallo, servus, liebe Leute. Ich bin heute in Zeitz in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise ich war dort vor 4 Wochen ungefähr, vielleicht auch schon etwas länger her. Und die beiden letzten Videos haben leider sehr laute Windgeräusche. Da ist sicherlich auch mal Besserung in Sicht mit einem vernünftigen Mikrofon. Heute habe ich mich für einen Podcast entschieden. Nachteil ist natürlich immer, es gibt keine bewegten Bilder. Es wirkt ein bisschen steriler. Vorteil dann wiederum, man kann sich genau überlegen, was man sagt. Und es gibt auch keine störenden Windgeräusche. Man kann hier schon den Zeitzer Dom sehen. Und direkt daneben ist auch die Moritzburg. Heute habe ich den Titel gewählt, wie aus der slawischen Stadt Zeitz bzw. Grenzstadt Zeitz die barocke Residenzstadt wurde. Es ist nämlich so, dass Zeitz schon relativ früh gegründet wurde und auch der Name des Ortes weist deutlich darauf hin, dass die Ursprünge auch mal slawisch gewesen sind. Wenden wurden die Slawen in dieser Gegend genannt und der Dom ist auch relativ früh dann verlegt worden, also der Bischofssitz von Zeitz nach Naumburg. Es gibt aber eine schöne Geschichte auch aus der slawischen Zeit, die ich jetzt auch kurz vortragen möchte. Recht unscheinbar verbirgt sich in einer kleinen Ecke über der Empore des Zeitzer Doms St. Peter und Paul eine kleine 38 cm hohe Gestalt. Und bei dieser Gestalt handelt es sich um den sogenannten Käslieb. Der war zu der damaligen Zeit, also ja, frühes Mittelalter kann man ja fast sagen, sagen wir mal, vielleicht angehendes Hochmittelalter, ein Spottname für Menschen der unteren Schicht, die sich die teure Nahrung nicht leisten konnten. Vielleicht gab diese kleine Steinfigur erst den Anstoß für die fantasievolle, ausgeschmückte Sage vom Käselieb. Boso, der 968 erster Bischof von Merseburg wurde, hatte auch einen Wohnsitz in Zeitz. Ein Gotteshaus sollte errichtet werden, für das Käselieb all sein Hab und Gut opferte. In der Sage verkörpert Käseliebs Tochter Anna die Seele des Widerstands gegen die Eroberer und christlichen Priester. Entschieden weist sie die Bitte ihres Vaters zurück, den Christen Theobald zu heiraten. Sie sei keine Christin und könne sich mit der Religion nicht identifizieren. Um der geliebten Tochter das Christentum näher zu bringen und sie von ihren Sünden zu befreien, gibt der gutgläubige Mensch sein Leben in die Hand des Bischofs. Auf die Dauer war der Kampf um den althergebrachten Glauben Annas erfolglos. Das Christentum setzte sich allmählich durch. Je höher die Stiftskirche emporwuchs, desto mehr schwand der Einfluss der Ungläubigen auf die Frau. Der gewaltsame Tod der ungläubigen Tochter steht für die mit dem Schwert verdrängte slawische Götterwelt. Die Auseinandersetzung um die alte und neue Religion werden manche Familie entzweit haben, wie die von Käselieb und seiner Tochter. Im Zeitzer Dom ist dieses Modell der Königspfalz und diese Königspfalz ist bereits im 10. Jahrhundert durch die Ottonen angelegt worden und zu dieser Königspfalz gehörte auch die Kirche, also praktisch ein Vorläufer des heutigen Doms. Nach 1028 erfolgte dann ein Neubau, der 1100 abgeschlossen wurde
und große Teile sind sogar bis heute erhalten und eben Teil des Doms hier in Zeitz. Aus dieser frühen Zeit stammt auch die dreischiffige Hallenkrypta, und zwar eben aus dem mittleren 11. Jahrhundert. Aus der romanischen Basilika entstand dann im 14. und 15. Jahrhundert eine gotische Hallenkirche, und zwar ungefähr so, wie man das hier eben auch sieht. Mit der Einführung der Reformation wurde der Zeitzer Dom lutherisch, protestantisch. Allerdings in der heutigen Zeit ist es so, dass es hier auch katholische Gottesdienste gibt, und das ist eigentlich so die Hauptkirche der Katholiken in Zeitz ist. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg sind sehr viele Sudetendeutsche nach Zeitz gekommen, so dass es eigentlich erst seit eben jener Zeit auch eine größere katholische Gemeinde hier gibt. Ganz interessant, als wir den Dom besucht haben, war der Bischof von Magdeburg vor Ort und hat auch einen Gottesdienst gefeiert. Und das führte dazu, dass der Dom wirklich sehr, sehr gut besucht war. Also ich weiß jetzt nicht genau, so 200, 300 Leute waren durchaus hier in dem Gottesdienst. Das lag eben auch ein bisschen an diesem besonderen Anlass. Das einfach nur so nebenbei. In der Barockzeit entstand dann das Herzogtum Sachsen-Zeitz, und da wurde auch die schon sehr lange existierende Moritzburg neu aufgebaut, denn diese wurde nach Kämpfen gegen die Schweden im Dreißigjährigen Krieg sehr stark zerstört und in Mitleidenschaft auch gezogen. Nun sind wir wieder zurück im Zeitzer Dom. Ich hatte ja die Krypta aus dem 11. Jahrhundert erwähnt, und in dieser Krypta ist die Fürstengruft untergebracht, und zwar ist es die Fürstengruft der sogenannten wettinischen Sekundogenitur Sachsen-Zeitz. Diese Fürstengruft ist ein bedeutendes Denkmal barocker Bestattungskultur in Mitteldeutschland, und es befinden sich hier 13 Särge, davon sogar 8 Kindersärge. Die bekanntesten, die hier begraben sind, sind sicherlich der Moritz von Sachsen-Zeitz und auch seine Frau Sophie Elisabeth von Schleswig-Holstein, Sonderburg-Wiesenburg. Die haben beide im 17. Jahrhundert gelebt, und zwar 1619 bis 1681. Eben der Moritz, der war Sohn des Kurfürsten von Sachsen, Johann Georg I. Es ist so, deshalb auch dieser Name Sekundogeniturfürstentum, dass dieses Fürstentum Sachsen-Zeitz praktisch als Geschenk gegeben worden ist an verschiedene Söhne. Das heißt natürlich in dem Fall nur eben an den einen Sohn, aber es gab da eben auch andere Fürstentümer. Das führt auch im Prinzip dazu, dass gerade in Mitteldeutschland sehr viele Städte, also sowas wie Weimar zum Beispiel auch, auch Eisenach, natürlich auch Zeitz, Eisenberg wäre auch zu erwähnen, relativ eine sehr gute Infrastruktur hatten und auch heute recht hübsch anzusehende Städte sind, weil es eben keine reine Provinz gewesen ist, sondern weil dort natürlich auch ein Fürst gelebt hat und dieser Fürst es auch relativ gut haben wollte. Ja, mit diesen Bildern aus der Gruft des Zeitzer Doms möchte ich mich diesmal auch verabschieden, und wie immer bedanke ich mich bei allen, die bis zum Schluss geblieben sind, und ich würde mich freuen, euch mal wieder auf den Kanal begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.